Willkommen zurück zu Let's Play Trine. Wir befinden uns hier in einem giftigen, gruseligen Gemäuer. Ich glaube Drachenfriedhof heißt der Ort hier. Und da kommen schon wieder die nächsten Skelette. War mir klar, dass ich nicht lange auf die nächsten Gegner warten muss. Aber sie sind wie eh und je chancenlos. Super Konter. Ja, unser Ritter geht ganz schön ab. Ach, da lebt noch einer. Oder? Der hat sich gerade selbst umgebracht. Aber eben hat sich da hinten noch was bewegt. Da bin ich mir sehr sicher. Naja, nicht mein Problem. Oh, und ich höre noch einen Gegner. Moment. Ah, warte. Da brauche ich die Feuerpfeile. Erstmal den hier killen. Na, war doch ein Headshot. So, jetzt. Feuerpfeile bitte. Und wie eine Kerze nach oben. Bam. Danke. Unser 14. grüner Trank, sprich Erfahrung. Ich überlege gerade, ob ich die Kugel hier mitnehmen soll, weil das ist ja eigentlich so eine Leuchtkugel und ich glaube, das, ja, das ist auf jeden Fall keine schlechte Idee. Kann ich mal hier ausleuchten, was da alles auf mich zukommen wird. Ich glaube, oben geht's weiter, oder? Irre ich mich? Und unten ist irgendein Secret, kann es sein? Ja, ich gehe mal runter, weil es sah schon so aus, als könnte man da hingehen. Ja, da ist auch Erfahrung. Oh, und ein Gegner. Zumindest habe ich einen gehört. Einfach mal schießen. Warum nicht? Auf Nummer sicher gehen. Oh, das war knapp. Du siehst hier echt gar nichts. Aber lustig ist, wenn ich was herbeizaubere oder meine Charaktere wechsle, dann erscheint auch für den Bruchteil einer Sekunde ein bisschen Licht. Und ich kann somit zumindest erkennen, was in nächster Nähe ist. Schöne Brücke. Ja, wir können jetzt auch zwei Brücken erzeugen. Weil wir den Zauberer entsprechend gelevelt haben. Nicht nur zwei Kisten, sondern auch Brücken. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Generell ist das Levelsystem hier eigentlich sehr vereinfacht worden. Kann ich mit einem Feuerpfeil... Nee. Ja, ich wollte wissen, ob ich mit einem Feuerpfeil direkt dem sein Schild abfackeln kann. Er hat sofort losgelassen, aber es ist nicht verbrannt. Was so ein bisschen, ja, fragwürdig ist. Weil normal hätte es ja verbrennen müssen. Na gut. Wollen wir uns jetzt nicht dran aufhängen. Hauptsache der Gegner ist besiegt. Und wir können weiterziehen. Da oben haben wir was wieder. Ja, sieht so aus, als müsste ich hier auch einen Feuerpfeil hochballern. Warum nicht? Zack. Ja. So ist es. Und dann kommen wir mit der Kriegerin an diese Erfahrung ran. Mhm. Da unten ist noch mehr. Schnappen wir uns mal. Verletze ich mich hier? Ja. Ich hab gefragt. Ja, ich wollte die Leuchtkugel haben, deswegen. Hier ist eine Brücke. Kann ich die reparieren irgendwie? So? Ja, geht. Wunderbar. Wozu ist dann die Leuchtkugel da? Einfach nur, um mich in die Irre zu führen, damit ich mich selbst verletze oder was? Na, danke. Aber die Kiste brauche ich noch. Da oben sind Stacheln. Oder? Ja. Ja, ich habe es nämlich schon gedacht, weil die Brücke sah sehr ramponiert aus. Die Frage ist nur, warum habe ich sie dann überhaupt ausgebreitet, wenn sie mir nichts bringt? Naja gut, sie hätte schon was gebracht. Nur hier am Anfang und am Ende ist sie kaputt. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Dazu ist dann wohl auch die Kugel da. Jetzt geht es wieder tiefer in die Höhle rein. Ich höre schon Gegner, deswegen schnappe ich mir mal die Kriege. Ah, das ging ja wieder sehr, sehr gut. Wenigstens hatte der einen Gesundheitstrank. Auch witzig ist, dass die Brücke gar nicht verbrennt, wenn die Fackeln der Gegner da liegen bleiben. Naja, also diesbezüglich ist das Spiel dann doch ein klein wenig zu einfach gestrickt. Ich hätte mir gewünscht, dass... Oh, aber das geht! Ja, erklär mir das mal einer. Ich habe dem jetzt den Boden unter die Füße weggeballert, ohne dass das eigentlich beabsichtigt war. Ich wollte ihn treffen. Ja, cool. Man kann aber nicht alles zerstören, nur so ein paar Dinge. Hm. Zauberer, kannst du mal bitte hier was... Oh, Mann, Zauberer. Du Lappen. Naja, ich sollte ihn nicht beleidigen, schließlich
löst er für uns eine Reihe an Rätseln. Und da kommt schon der nächste, der wieder am Feuerspeien ist. Ja, Junge, ich geb dir einen Header! Bam! Sehr effektiv. Da oben ist was. Ah, ne, das ist nur der Weg hier rüber. Gut, da gibt es auch wieder zwei Möglichkeiten. Eine Leuchtkugel. Lass mal sehen. Die nehme ich mal mit. Ne, warum nicht? So. Oh, was war das? Habt ihr das gehört? Nein, ich wollte die Kugel nicht runterschmeißen. Verdammt. Da ist Erfahrung. Aber ich glaube, da unten ist der Tod. Deswegen sollten wir aufpassen. Ich brauche mal eine richtig, richtig lange Planke. Oder geht es so gar nicht? Hä? Okay, das hat jetzt nicht funktioniert nochmal. Der Zauberer stand noch ein bisschen im Weg. So, jetzt. Oder? Ja, so wollte ich es haben. Aber jetzt ist die Brücke im Weg. Jetzt komme ich da nicht runter. What the fuck? Das kann ich auch nicht verbrennen, oder? Nö. Ja, wie komme ich dann dahin? Ich weiß gerade nicht weiter, deswegen werde ich vermutlich... Ja. Deswegen werde ich diese Erfahrung jetzt einfach mal überspringen. Ich weiß gerade wirklich nicht, wie ich da hinkommen soll. Oder kann ich das Ding hier irgendwie einklemmen? Nee, keine Ahnung. Ist ja nur ein Punkt. Was soll's. Alles halb so wild. Hier haben wir wieder zwei Brücken, die ich hier verankern kann. Theoretisch zumindest. So, ja. Und du auch. Oder Moment mal. Nein, du noch nicht. Dann schaut mal da unten. Da gibt's was zu holen. Wenn ich die Brücke jetzt schon komplett reparieren würde, dann... Nein. Nein, ich bin gerade nicht ernsthaft so lappenhaft gestorben. Echt jetzt? Na gut, ich kriege ihn wieder. Trotzdem ist das erbärmlich gewesen. Was zum Teufel? Jetzt ist die Brücke aber auch wieder ein bisschen runtergefallen. Ich weiß nicht, ob ich diesen Sprung jetzt schaffe. Doch, ich schaffe ihn, okay. Ach, hier ist noch eine Truhe. Okay. Armschützer gefunden. Ja, vorhin habe ich ja auch was aus einer Truhe geholt. Deswegen schauen wir mal, was wir denn so aktuell bei uns haben. Hier zum Beispiel die Armschützer mindert den Schaden von Armtreffern. Und der Ritter hat irgendwie noch fast gar nichts. Kann man das auch untereinander tauschen? Ja, theoretisch geht das. Okay. Ja, dann gebt ihm doch mal was ab hier. Ihr seid doch Freunde. Ich glaube, ich spinn. So. Jetzt haben wir eine Art Gleichgewicht hier. Kann ja nicht angehen, du. So, jetzt ist nur die Frage, wie komme ich hier wieder raus? Verdammt! Moment, hier unten kann man stehen, ne? Ja. Zauberer. Kannst du das Problem lösen, bitte? Erstmal muss das Ding hier weg. Und dann machen wir das mit einer Planke. Ja. Exzellent. Sind wir durch? Oh, crap. Bossgegner. Oh, muss ich den mit den Feuerpfeilen besiegen? Weil der hat am Rücken so eine komische Eisschicht. Was, ich nehme Schaden, obwohl ich mein Schutzschild in der Hand habe? Ah, nein, ich kann ihn auch mit Schwert verletzen. Ich muss ihn nicht mit Feuer bekämpfen. Ich weiß aber nicht, ob das mehr abziehen würde. Der Trick ist halt, seinen Angriffen... Ach, scheiße, auszuweichen, über ihn drüber zu springen und dann sofort zu kontern. Was? Losstürmen habe ich jetzt als Attacke drauf. Ups. Ja, die Taste ist mir nur ein bisschen... Oh, verdammt. Die Taste ist nicht wirklich gut gelegen, sag ich mal so. Oh, aber die Feuerpfeile, die ziehen sofort was ab. Da muss ich ihn nicht am Rücken treffen. Na gut, dann sollte man den vermutlich mit der Kriegerin besiegen. Das macht mehr Sinn. Ja. Wir müssen hier raus.
Dies ist der Weg zum Schloss. Wir sind in der Nähe des Verlieses. Ha! Es muss Essen im Schloss geben. Auf zum Schloss! Ich sehe, dass da unten was ist. Deswegen möchte ich erstmal versuchen, da ranzukommen. Ich könnte mir hier eine Planke versuchen hinzulegen. Hat nicht geklappt. Nochmal. Nee, das funktioniert irgendwie nicht so, wie ich möchte. Aber ich könnte auch einen wahnsinnigen Sprung versuchen und mich dann hier dranhängen. Ja, weil ich habe nämlich gesehen, dass da so eine Art Holzplanke ist. Hier ist ein Schalter. Gehört das gar zur Story? Ich dachte, ich würde jetzt hier ein Mega-Secret finden. Na, anscheinend nicht. Oder ging es jetzt nur um diesen einen Erfahrungspunkt? Wow. Der war jetzt ja so mega der Burner, weißt du? Tatsächlich. Es ging nur um diesen Erfahrungspunkt. Wie jämmerlich. So. Dann hätten wir das Level hinter uns. Juhu. Auf geht's. Unsere Helden betreten das Schloss durch das Verlies. Der Ritter dachte zurück an seine Kindheitstage und an die Aufregung, die die dunklen Korridore hervorgerufen hatten. Damals, als die Spinnen klein waren und die Skelette ordentlich in den Ecken gestapelt wurden. Let's go. Einsame Burgverliese. Dieser Ort lässt mich frösteln. Es ist ein Verlies. Das ist sein Zweck. Keine Angst, ich habe mein Schwert und meinen Umhang. Ich bin der König des Schlosses. Ich zerstöre alle meine Feinde und führe meine Armee in den Sieg. Wir sind unbesiegbar. Ziemlich naiv, aber gut. Was ich bei ihm auch nicht verstehe, ist, da steht Losstürmen auf Umschalttaste. Ich drücke sie, aber es passiert nichts. Kann mir das mal bitte einer erklären? Was das soll? Ich drück hier alles Mögliche, aber es geht nicht. Dann halt nicht. Wenn er meint. Muss ich mir die Steuerung nochmal anschauen. Vielleicht ist da ein Knopf irgendwie falsch belegt. Ist das ein bisschen ärgerlich, aber ist ja auch nur eine Attacke, ne? Nichts wirklich Wichtiges, weil ich denke mal nicht, dass die so essentiell ist fürs Weiterkommen. Es ist halt einfach nur, um eine stärkere Attacke für Gegner zu haben. Und ich möchte bitte nicht getroffen werden von gar nichts. Deswegen baue ich mir hier mal einen Schutzwall und eine Brücke. Zumindest ist das der Plan. Ja, geht. Juhu! Erfahrung, Erfahrung. Noch 19, dann können wir vielleicht wieder irgendjemanden aufstufen. Wäre schön, oder? Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich da hochkomme. Nochmal mit einer Brücke vielleicht? Ja, da oben ist noch Erfahrung. Die schmeiße ich mir mal runter. Ah, das ist die scheiß Kiste zu groß. Jetzt. Oder? Geht doch. Okay, und jetzt hier eine Planke. Ach, komm schon. Ich wollte... Nein! Ernsthaft. Christ. Na gut, dann stelle ich den Scheißdreck halt darüber. So. Ja, ein bisschen unordentlich, aber wir kommen unverletzt durch. Und ja, lassen uns dann von so einem Lappen treffen. Da war die Arbeit dann doch ein bisschen umsonst. Aber gut. Ich mag solche Burgenlevel irgendwie nicht. Und das fängt jetzt schon ziemlich eklig an. Ich glaube, das wird ein richtig schwieriger Level. Ich spiele jetzt auch mal nicht so oft mit dem Ritter, weil mich das ankotzt, dass da oben die ganze Zeit steht Umschalttaste, aber da passiert nichts! Also da sind wahrscheinlich irgendwelche Knöpfe doppelt belegt, leider.
Da oben könnte was sein, irgendwie, ne? Irgend so ein Ultraschatz. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust, danach zu suchen, weil ich sonst von den Feuerbällen getroffen werde. Okay. So, die werden schon mal besiegt. Ich komme mir hier vor wie im Film, weil ich meine, guck mal. Das Licht ist wie in so einem altertümlichen Kino. Na, mach halt eine Kiste. Junge, Junge. So schwer vom Begriff. Ah, was war das? Ach, schon wieder der Typ. Die haben aber auch eine richtig krasse Reichweite mit dem blöden Feueratem, ne? Das muss man ihnen schon lassen. Nicht in die Säure fallen, bitte. Oh, jetzt ist das zu steil. Come on. Geh da hoch jetzt. Sehr gut. Also wie gesagt, da hinten könnte was sein. Aber da zerbreche ich mir jetzt mal nicht den Kopf. Ich gehe weiter. Ich erkunde ja sowieso schon sehr, sehr gründlich alles. So habe ich zumindest den Eindruck. Wenn es was zu haten gibt, dann nur raus damit. Schutzschild, bitte. Oh, verdammt. Ich glaube, hier sind Fallen. Ja. Ja, ja, da oben sind Stachelkugeln. Man darf diese Plattform nicht berühren. Sonst kommen die. Und tut einem sehr, sehr weh. Das wollen wir natürlich nicht. Ein Gegner? Unter Wasser? Hatten wir auch noch nicht. Ich kann nämlich unter Wasser nicht kämpfen. Ja, wie mache ich denn den jetzt kalt? Kann ich Pfeile schießen irgendwie? Im Sprung. Ja gut, dann mache ich es einfach so. Ja, hat ihn gehauen. Gut. Schalter. Ja, ich sag zu sowas immer Schalter. Das ist ein Hebel. Mann. Ist jetzt zwar nicht komplett falsch, aber Hebel ist halt richtiger. Auch wenn es dieses Wort nicht gibt. Denn Dinge können entweder nur richtig oder falsch sein. Aber ihr wisst ja, was ich meine, und darum geht's. Ich will es haben. Ich will es haben. Danke. Nein, das will ich nicht haben. Wow, das will ich auch nicht haben. Aber da kommen noch mehr Gegner. Da kommen noch mehr. Ja, 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 ja. Töte ihn. Verdammt. Dann spring wenigstens weg. Ach, komm schon. Das dauert aber auch so... Na, toll. Das dauert auch so lang... Nein, ist er tot. Komme ich jetzt oben wieder raus? Nee. Dauert so lange, bis ein Pfeil abgeschossen wird manchmal. Boah, Junge, wie komme ich denn da jetzt wieder hoch? Was ist denn das für eine Scheiße? Das gibt's doch nicht. Da stirbt einer und dann bricht alles auseinander. Ich hätte halt auch nicht runterfallen dürfen, ne? Aber immerhin, der Aufzug funktioniert noch. Jetzt habe ich halt wertvolle Lebenszeit verschwendet, aber wir kommen wieder hoch. Keine Sorge. Das war aber auch so dumm, ey. Manche Plattformen in dem Spiel sind aber auch so klein, dass du da gar nicht wirklich drauf stehen kannst. Ja, und dann passiert sowas. Richtig doof, ne? Da geht's weiter. Verpiss dich. Was ist das denn hier? Was soll das? Das würde mächtig wehtun, würde ich damit in Kontakt kommen. Zum Glück haben wir ein Schutzschild. Da unten gibt es wieder Erfahrung. Oh, und Gegner, die mir gerade überhaupt nicht aufgefallen sind. Sehr schön, der bringt sich wieder selbst um. Er hat wenigstens erkannt, dass er ein Arsch ist. Und die beiden unten, die hassen sich. Geht wohl um eine Frau. Ja, ihr seid ja geil. Was für Zangen, wie sie sich alle selbst killen. Und mir dadurch sogar ein Level-Up spendieren. Ich danke euch. Kann ich irgendwas leveln hier? Nein. Nein. Ja, das hier. Flammenschwert. Oh, das ist geil. Das ist saugeil, aber das kostet mich alle Erfahrung. Ich mach's trotzdem. Flammenschwert ist episch. Damit sind wir jetzt super stark. Und ich glaube, damit können wir auch in der im Dunkeln leuchten. Also wir brauchen jetzt keine Leuchtkugeln mehr und sowas.
Das Flammschwert ist so episch. Das habe ich in Trine 2 auch schon so geliebt. Bam, bam, bam. Damit sind die Gegner auch richtig schnell down. Sag mal, wieso kommen denn ständig Gegner? Ich will hier die ganze Zeit den Hebel betätigen, ne? Und immer heißt's, ja, neuer Gegner, kämpf mal. Schöner Header. Oh, der lebt noch. Unfassbar. Oh, der nervt. So, das Tor ist offen. Wechseln wir mal zur Diebin. Machen das so. Und jumpen ihm auf den Kopf. Und killen ihn dann. Wie viel hält der aus? Was war das denn für einer? Ja, mein armer Ritter ist jetzt aber auch total am Arsch. Der braucht dringend Leben. Ah, ich wollte das doch mitnehmen. Komm runter da. So, ja, genau. Jetzt im richtigen Moment runterjumpen. Passt. Oh, oh, Spinne. 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 Spinne! Spinne! Okay. Oben oder unten? Unten geht nicht, sehe ich gerade. Okay. Och nee. Und das alles jetzt in einem Ruck oder was? Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Okay. Ja, bleiben wir bei der Kriegerin. Jetzt. Ach, da sieht man, dass ich Jump'n'Run spiele. Gut. Ich brauche jetzt... Ja, genau. Da oben die Faust, die brauche ich. Moment, Moment, komm. Super. Denn mit dieser Faust können wir, so wie ich das sehe, hier die Wand einschlagen. Ah! Den Hebel betätigen. Da unten im nächsten Part weitermachen. Jetzt noch Erfahrung sammeln und eine Truhe öffnen. Und ihr einen Daumen hoch geben und einen schönen Tag haben. Bis bald.